Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Secret of Mana 2, eine vollkommene Neuübersetzung. Und weil das so ein episches Spiel ist, habe ich mir gedacht, da spielen wir natürlich nicht alleine. Ich habe noch zwei Mitspieler am Start. Das ist einmal der Kilbill. Ich heiße dich herzlich willkommen. Grüß dich, Kilbill hier, ja. Und dann, um den ganzen Spielen noch die weibliche Note zu verpassen, die es auf jeden Fall verdient hat, haben wir dabei die Mary. Hallo! Hallo! Super! Und wir machen jetzt weiter mit dem Spiel und gucken uns mal den Intro an. Der hat nämlich ein bisschen special neuen Text, wurde mir gerade zugetragen, von einer zuverlässigen Quelle. Okay. Schauen wir mal. Einst, als das Land noch in Finsternis gefangen war, erschlug die Mana-Göttin mit dem Mana-Schwert die 8 Inkarnationen der Zerstörung. Die Gottesbiesten. Bestien. Oh mein Gott, ich verlese mich schon wieder tierisch. Ja. Die Gottesbestien, die die Welt in die Verdammnis führten und versiegelte die 8 Samen. Steinen. Ja, das. In acht Steinen. Lass mich weitermachen. Und als sich die Dunkelheit dann verzog, war die Welt erschaffen. Ah ja. Die Mana-Göttin verwandelte sich in einen Baum und fiel in tiefen Schlaf. Viele Jahre vergingen. Doch aufgrund einiger, die sich verbündeten, um die Siegel zu brechen, die Gottesbestien, oh Junge. Die Gottesbestien zu befreien und durch sie an die Macht der Götter zu gelangen, brechen Kriege aus und der Frieden scheint verloren. Ich brauche immer einen Schluck Wasser, damit ich wieder besser vorlesen kann. Du brechst etwas. Ja, da haben sich so die Recken aufgemacht. Ich habe mich, wo ich mir das schon mal ein bisschen angeguckt habe, früher, ganz, ganz früher, habe ich mich gefragt, ist das Schnee oder ist das Wolke, was da weiß am Rand war? Aber es war Wolke. Das sind Wolken, ne? Les mal weiter. Mana schwindet von der Erde. Sogar der Mana-Baum hat begonnen zu verwelken. Und jetzt sehen wir gleich, wie er verwelkt. Ja. Aber wir haben schon gesehen, ne? Gott Biester oder Gott Biest hieß er früher. Oder Bestien heißt er jetzt, ne? Gottes Bestien irgendwie. Ja, also irgendwie so. Also ist da schon der Unterschied. So. Ja gut, dann tun wir mal das Intro genießen. Genau. Ist auch schöne Musik, finde ich ja auch am Anfang. Die ist ja richtig cool gemacht. Ja. Ist jetzt auch nicht von den Übersetzern, aber. Nee, aber die ist schönes Intro, muss ich sagen, für Super Nintendo. Vor allem jetzt diese Melodie, die auch aus Secret of Mana 1 bekannt ist, finde ich toll. Ja. Die das Musik ist so richtig ist gänsehautmäßig. Genau. Und das Mode 7. Ja, mit echten. Ich würde fast sagen, das ist irgendwie ein Foto von echten Wolken. Ich würde es auch denken, ja. Ich habe mir das auch öfters mal überlegt. Mhm. Für die Zuschauer möchte ich nur mal kurz anmerken, wenn dort jetzt immer da steht, ja, Client 2 resumed oder so, das ist dann immer, weil wir spielen ja über Internet. Ja. Also nicht irritieren lassen. Das gehört dann einfach dazu. Nicht zur ROM oder zur Übersetzung, aber zum Spiel gehört es jetzt einfach mit dazu. Toll. Zu unserem Spiel. Ja, was es mit diesen Blinklichtern auf sich hat, werden wir gleich erfahren. Was es ganz neu ist, auf jeden Fall dieser Titel, dieses Logo wurde nochmal neu angepasst. Man kann jetzt auch im Hintergrund beim S, sieht man es, da kann man jetzt auch durchgucken. Da ist jetzt so ein kleines Dreieck, wo man durchgucken kann. Früher war das leider so, dass das einfach nur schwarz war da hinten. Ja? Richtig. Das ganze Teil wurde nochmal neu angepasst und sieht optisch jetzt noch besser aus, als vorher es eh schon gut aussah. Gut, wir können Start drücken. Juhu. Das wollen wir loslegen. 1995 von Square, noch ohne NX. Ja, es kommt am 30.09. raus und der Patch kam auch am 30.09. raus. Leider nicht 95, sondern 18 Jahre später. Hier sieht man nochmal, von wem das Ganze übersetzt wurde. Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Tut mir leid, aber die Namen, die sind wichtig. Ja, genau. Es wurde übersetzt von G-Trans. Ganz der Member-Leader ist der Special Man. Und ja, Lovers hat die Tools gemacht, Ryu, Effusio, Reaper und Sig haben halt mehr oder weniger übersetzt. Wobei Sig halt Japanisch kann und der hat das nochmal im Japanischen abgeglichen. Das ist total sick. Das ist total sick, ja. Da wird sich das auch anschauen, bin ich mir ganz sicher. Special Man und Sig gucken sich dieses Let's Play sicher an, ja. So, wollen wir durchstarten. Nicht von Squaresoft autorisiert. Wichtig zu wissen. Ja. Sehr wichtig. Hauptcharakter und Trigger. Ja, wir spielen die Geschichte von Hawk. Also der erste Player, die Geschichte spielen wir in der Regel. Ich finde die Geschichte von Hawk eigentlich am coolsten irgendwie.
Ja, es ist mittelmäßig schwer. Es gibt schwierigere, aber ist okay. So, ich bin Spieler 1, the pick. Wer ist denn eigentlich jetzt Spieler 2 von euch beiden? Eigentlich müssen die Frauen in der Mitte sein. Eigentlich müssen die Frauen in der Mitte sein, finde ich. Ja? Ja, eigentlich schon. Aber Frauen, Hebel, du bist Spieler 2, glaube ich. Ja, meinst du? Hm, drück mal raus, dann sehen wir's. Wo raus? Ja, wenn du Pause drückst. Hab ich? Kam bei mir noch nicht an. Nochmal? Okay, nochmal. Kam nichts an? Okay. Weiß ich nicht. Also meinst du, ich bin Spieler 2? Ja, gut, dann. Ich kam aber zuletzt jetzt hier rein, glaube ich. Nee, Mary war. Ich kam zuletzt rein. Dann musst du jetzt den. Dann nimm den, okay. Den wolltest du ja haben. Ja. Der Kevin, der heißt jetzt Kill B. Weil der Name ja nicht richtig reinpasst. Na, besser gesagt Kill B, ja. Kill B. Kill B klingt dann ein bisschen schöner. So. Warum haben wir Kevin genommen? Ganz einfach aus dem Grund, weil sein Deutsch eher ein gebrochenes Deutsch ist. Und da wollte ich jetzt sehen, auch inwiefern das besser oder schlechter ist in der Übersetzung. Weil es wurde auch dort angepasst. Mhm. Ja. Und der Mary hatte Lies. Ja. So. Oh. Tja, jetzt geht's auch schon los. Genau. Let's go. Let's go. Was ich hier cool finde an dem Anfang, ist, dass man da noch ein bisschen rumrennen kann, bevor man überhaupt mit dem Anfang von dem Anfang anfängt. So. Ach so, nee, das ist eigentlich bloß, denke ich, sowas wie Tutorial. Das ist, glaube ich, nur die Anfänge eines Tutorials. Wie bedient man ein Schwert? Ach nee, das ist ja, nee, stimmt, beim Duran war das ja immer nur. Genau. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Dunkelheit ist das Zuhause der Narabe Diebesgilde. Ja, ich gehe jetzt rein. Oh ja, ich gehe jetzt sowas von rein. Geh mal rein. Super gefährlich hier, mitten in der Nacht. Denn du bist der Dieb. Ja. Er ist auch super leise, muss ich sagen, ja. Ja. Muss mal aufpassen, dass die alle nicht aufwachen, deswegen rennt er jetzt die Treppen hoch. Schaut, ob alle schlafen. So, und jetzt habe ich hier freie Bewegung. Cool. Kannst loslegen. Ja, und weil ich so toll bin, gehe ich erstmal runter und guck mal, was die ja so sagen. Ja, das ist eine gute Idee. Wollen wir mal die Übersetzung auf Herz und Nieren prüfen. Richtig. Was stand da? Z, Z, Z und ja. Z, ne? Ja, ja, genau. Z, 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 Z. Genau. Ja. Raffi, so viele Schätze heute Nacht. Ich wette, die sind mindestens 50.000 Look wert. Sind die Look oder Luck? Ja, das ist eigentlich, wenn wir jetzt Deutsch wären, Look. Aber ich glaube auf Englisch dann Luck. Ich nenne sie weiter Look. Ja, ich glaube, das heißt. Ich hatte gerade irgendwie einen netten kleinen Lack. Ich weiß nicht warum. Ja, ist kein Problem. Gut. Was ja, ist richtig. Was war jetzt? Wenn du es jetzt schon beim Rauschen. Das ist das letzte Haus, verrückte Methoden, da waren wir. Ja, das geht jetzt alles perfekt auf dem Rechner, ne? Wie war das? Also die Zuschauer werden sich jetzt wundern, hey, was labert die für einen Scheiß? Ich hab's rausgeschnitten. Ich hatte gerade einen Mega-Lag und es ging nichts mehr. Dann schneid es jetzt raus und genau, du schneidest. Epic, was ist los? Holen wir uns die Beute und dann ab nach Hause. Die Sonne geht bald auf. Ah, dann wollen wir uns vorbei, wenn die Sonne gleich aufgeht. Okay. Nein, ich doch nicht. Ganz genau. Jetzt holen wir uns die Kiste. Ich wollte gerade sagen, ich hätte als erstes die Kiste geholt, aber richtig. Nein. Das ist Gewohnheit. Aber nein. Hey, immer, ein Kinderspiel. Das Ding immer auf Backsuche. Dieb, mein Geld. Du bist wach? Immer woanders. Nun, wenn das so ist, lass mich dir etwas sagen. Jemals von wie gewonnen so Zorron gehört? Anscheinend bist du über einige Leichen gegangen, um an dieses Geld zu kommen. Jetzt, wo du weißt, wie sie sich fühlen, änderst du dich vielleicht. Ein Dieb will mich belehren? Es braucht einen, um einen zu erkennen. Man sieht sich. See ya. Da, guckt. Arbeite anständig. Ja, aber guck mal auf den Namen. Hawk. Mhm. Was fällt mir auf? Ja, das müsste Pick heißen, oder? Richtig. Das ist mir nämlich vorhin beim Antesten nochmal aufgefallen. Ich muss mich im Kreis drehen. Da hast du aber gut aufgepasst, muss ich jetzt mal sagen. Ist mir nicht aufgefallen. Das stimmt. Gute Sache. Los geht's, winke, winke. Und ab dafür, cool. Stimmt. Nicht schlecht. Die Wüstenfestung Navarre. Oder wie man sie auch immer aussprechen möchte. Navarre, ja.
glaube, das kommt von den, oder? Von der Navarre. Ja, Diebesgilde. Du musst erlesen, das ist Geschichte hier. Ja, die Navarre Diebesgilde, oft Wüstenturm genannt, lebt in einer abgelegenen Wüstenfestung. Wüstensturm. Mir egal. Nicht Turm, egal. Alles verlief nach Plan. Flamika. Ja, gute Arbeit. Oh, während ihr fort wart, haben wir einige wichtige Veränderungen vorgenommen. Die Navarre Diebesgilde ist jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt das Königreich Navarre. Unter der Führung von seiner Majestät, König Flamikan. Aber wir können nicht länger an diesem Wüstenort bleiben. An diesem Wüsten... Oh, oh, oh. Wortwitz. Ja. Die Oasen beginnen auszutrocknen. Deshalb werden wir unser Königreich woanders errichten. In Rolante. Wir nehmen es ein. Wir halten nun eine Besprechung. Warum geht ihr Jungs nicht für eine Weile ausruhen? Euch nicht für eine Weile ausruhen. Pardon. Ja. Also die wollen jetzt einen Krieg führen da und wollen das einnehmen. Ja, irgendwie sieht das danach aus. Der kriegerische Ton hat etwas gefehlt. Ja, das ist auch, weil ich nicht so gut die kriegerischen Frauen spielen kann. Ah, ja, oder sprechen kann, ja. Okay. Die kriegerischen Frauen, ja. Gut. Pick, du bist so... Oh, 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 oh. Okay, bitte. Was ist okay. passiert? Ach so, ich soll jetzt nicht. Ja, bitte, du hast einmal angefangen. Nee, ich bin ja nicht die Jessica. Mach ruhig weiter. Okay. Pick, du bist zurück. Was ist passiert? Murmel, murmel, murmel. Königreich Navarre? Was hat Lord Flamikan vor? Er war immer stolz, ein Dieb zu sein. Warum sollte er plötzlich alles verändern wollen? Wahrscheinlich, weil er es für uns das Beste ist. Wir können hier nicht mehr länger leben. Nicht seit die Brunnen begonnen haben auszutrocknen. Ja. Aber seine Majestät König Flamikan. Was zum Teufel? Er hasst Monarchie. Ich dachte zunächst, das sei ein schlechter Scherz. Sprich nicht so über meinen Vater. Bitte. Bitte, bitte. Oh, erzähl mir nicht, dass du bist wild darauf, eine Prinzessin zu sein. Doch. Jetzt hat er aber einen Klatsch gekriegt. Hast du gesehen? Jetzt hat er aber volle Möhre eine reingekriegt. Und jetzt ist er. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt ist er sprachlos, würde ich sagen. So ein Mister. Links, rechts, links, rechts. Du musst hoch. Ja, das ist er sprachlos gewesen. Ja, definitiv. Man kriegt halt nicht jeden Tag in ihr Bart, ne? Nee. Und wenn angeblich immer verdient. Ja. Bestimmt. Bestimmt. So. Hey, Pig. Ich weiß nicht, was du Jessica gesagt hast, aber sie rannte weinend davon. Lass sie in Ruhe. Bla bla. Lass sie in Ruhe. Ja, die hat mir in den geknallt, nicht umgedreht. Du bist der Chef. So. Oh, toll. Ein Raum mit nichts. Ja, das soll es geben. Da werden noch mehr Räume kommen. Ja, da kommen noch einige Räume. Und hier kann man sich auch schon ziemlich gut verlaufen. Ja. Ich muss mich für den Kampf vorbereiten. Ich fühle mich stark. Cool. Ein starker Krieger. Aber ganz stark. Das ist immer viel wert. Ja. Gehen wir in den Keller. Vielleicht finden wir irgendwelche geheimen Schätze. Oh, meinst du? Das ist der Kerker. Ja, da ist vielleicht auch irgendwann mal jemand dabei. Keine Probleme hier. Ja. Alles okay. Keine Probleme. Du kannst verschwinden auf Deutsch. Das, keine Probleme hier. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich das interpretieren soll. Sagt ihr einfach nur, hier sind keine Probleme? Oder sagt er zu mir, ich soll keine Probleme machen? Nee, er sagt, hier sind keine Probleme. Das heißt, du hast hier anscheinend was zu sagen, ja? Und kommst vorbei und kontrollierst die Sache. Das klingt gut. So, und dann sagt er, keine Probleme. Keine Leute, wir sind auch, oh doch. Grüß dich. Das wird der Borgel geklatscht, kriegt das. Das ist die Jessica. Ich gehe gerne in das Bett von fremden Leuten. Ja, es war fremde Frau, war das in dem Fall. Oh. Aufpasse. Aufpasse, Zerge mit Mutti. So. Pig, warst du in letzter Zeit mal an der Schatzkammer? Sie quillt über. Ich dachte, wir würden das alles den Armen geben. Das ist natürlich berechtigter Einwand, stopp mal, ja. Oh, jetzt hast du was verpasst. Oh, was hab ich verpasst? Hier, guck mal da rechts, ist irgendwas. Siehst du das, wo der vorbeiläuft? Ja, Tatsache, da ist irgendwas Teilmäßiges. Siehst du, ich bin gut. Wow. Schatzkammer.
Was mich interessiert, er sagt, es sollte an die Armen verteilt werden, aber, ne, lest den Text nochmal, dann siehst du es. Da fehlt irgendwie das Aber. Guck, warst du in letzter Zeit mal in der Schatzkammer, sie quillt über. Soweit okay. Ich dachte, wir würden das alles den Armen geben. Fragezeichen. Na gut, aber müssen wir nicht unbedingt. Vielleicht solltest du das jetzt beantworten, theoretisch. Aber du tust es nicht. Nee, ich kann es ihm nicht beantworten, weil mir das vollkommen bums ist. Ja, aber eine Fragestellung ohne Antwort? Naja, gut. Magst du die Leute vorlesen, ja? Ich mach die Soldaten, okay. Lord Flammekan und Lady Isabella planen drinnen die Invasion auf Rolante. Tja, die wollen invasionieren. Invasionieren, genau. Ja, die wollen was. Ich würde ja mal so einfach vorschlagen, damit Mary auch was zu erzählen hat, könnte sie ja die weiblichen Personen sprechen. Okay. Dann mache ich die Soldaten und Mary macht die Weiber. Cool. Gut, dann geht's los. Das Königreich Navarre. Dann könnte ich reich sein und den ganzen Tag Spaß haben. Ja, ja, auch immer. Ne? Lord Flammekorn ging es nicht gut in letzter Zeit. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Ich hoffe, okay. Er hat keine Blutarmut. Ist noch mal den Typen da unten. Der an der Bar steht. Ja, den, warte. Das Königreich Navarre. Dann könnte ich reich sein und den ganzen Tag Spaß haben. Ach so, also er antwortet auf irgendwas. Müssen wir mal die Frau noch lesen. Dann gucken wir mal. Weil ich versuche ja auch mal den Sinn zu verstehen, ne? Hallo Pick, schön dich hier zu treffen. Ja gut, aber das Sinn hier unten kommt jetzt nicht ganz bei dem an der Theke. Das ist auch nicht schlimm, ich sehe gerade, dass unsere Zeit gekommen ist. Ah ja, gut. Den ersten Sinn zu beenden. Das können wir eigentlich jetzt tun, weil den Sinn dieses Mannes werden wir vielleicht noch erforschen. Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt. Wir nehmen jetzt auch schon im Voraus auf. Das kann sein, dass wir erst nach einer Woche reagieren können. Ja, genau. Und also wünsche ich euch bis dahin schon mal viel Spaß. Mensch, jetzt habe ich meine Standardabsage vergessen. Absage, oh mein Gott. Naja. Ja, genau. Also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Mary muss noch. Tschüss. Ach ja, Mary, macht's gut. Tschüss. Ja.